Ja, mein Name ist Alfred Holtgrebe, ich bin 59 Jahre alt, Vater eines 12-jährigen Sohnes. Ich lebe seit über 25 Jahren hier in Basinghausen und habe hier auch eine gute Heimat gefunden und verfolge seit Anbeginn auch das politische Tagesgeschehen hier in und um Basinghausen herum. Das hat mich auch letztendlich dann dazu bewogen, hier mich als Bürgermeister zu bewerben und nun versuche ich hier im Rat weiter mitzuwirken, um am politischen Tagesgeschehen auch mal einflussnehmend mitzuwirken. Ja, mein Name ist Markus Neugebauer, ich bin Ratsmitglied seit 2011 für die UWG Freie Wähler. Ich bin 54 Jahre alt, habe drei Töchter aus erster Ehe, eine Tochter aus zweiter Ehe, habe vier Enkelkinder. Ja, mit denen ich mich gern beschäftige. Ich setze mich hier in Basinghausen hauptsächlich für das Soziale ein. Das ist so mein Schwerpunkt, auch Kinder, Schulen und die Kindergärten. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir in den nächsten Jahren hier in Basinghausen auch die digitale Entwicklung der Schulen vorantreiben und dass Basinghausen gesicherte Schulstandorte und moderne Schulstandorte bekommt. Ja, das sind so meine Schwerpunkte. Schauen wir gleich einmal aufs erste Thema, die Finanzen. Da sah es jetzt zuletzt nicht so rosig aus in Basinghausen. Was hat die UWG da in den nächsten 5 Jahren vor? Ja, also meine Wahrnehmung, was die Finanzen betrifft, in den letzten sechs, sieben Jahren hieß es, Haushalt ist konsolidiert, wir haben ausgeglichenen Haushalt, stehen relativ gut da. Aus meiner Sicht ist dann regelrechtes Kaputtsparen gewesen. Von den Bürgern und Bürgerinnen hörte man, was soll ich das, in den Straßen kaputt sind, die Schulen sind in einem desolaten Zustand. Konnte ich jüngst direkt erleben. Ich habe also ganz massiv mitgewirkt, mittlerweile fast 18 Stunden an der Sanierung eines Klassenzimmers. Es ist für mich desolat, dass das Eigentum, was uns allen aus Basinghäusern gehört, so kaputt gewirtschaftet und kaputt gespart wird. Jetzt haben wir natürlich das Problem, durch Corona sind die Einnahmen sicherlich massiv eingebrochen. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie wir das weiterhin bekommen. Aber hier geht es nicht darum, im Ranking gut dazustehen, sondern irgendwie zu gucken, dass wir die Dinge saniert bekommen, die saniert werden müssen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Und in Basinghausen kann man vielleicht auch, wir haben ja ein sehr schlechtes Straßenbild, dass man auch zum Beispiel mal überlegen sollte, ob man nicht selber baut, dass die Stadt wieder selber sozusagen ein Straßenbauunternehmen, sage ich mal, betreibt und was allein schon die Mehrwertsteuer einspart. Und man könnte viel einfacher reagieren, man könnte viel einfacher die Straßenbild auch sanieren, kleine Baustellen sanieren. Man bräuchte nicht so viele Ausschreibungen machen und an all diese ganzen Geschichten, die auch am Rande viel Geld kosten, wo man auch Geld einsparen könnte. Deswegen halte ich es immer für wichtig, Dinge selbst zu machen. Ich bin Kaufmann und habe meine Dinge immer selbst gemacht. Ich war viele Jahre selbstständig und selber machen ist immer das Sicherste und das Beste, weil nicht andere mitverdienen wollen, sondern man selber versucht, etwas zu sanieren und betreibt damit, sage ich mal, auch das Personal. Und mit diesem Geld, was hineinkommt, kann auch wieder investiert werden in Basinghausen durch Lohnsteuer, durch Gewerbesteuer etc. Und deswegen, ich stehe auch dafür, dass Basinghausen also mit überwiegend Basinghäuser-Gewerbetreibenden arbeitet. Bleiben wir beim Gewerbe. Wo kann Basinghausen noch Gewerbe ansiedeln vielleicht? Oder vielleicht auch in den Ortsteilen? Und was muss vielleicht für die Innenstadt noch getan werden? Also da fange ich nochmal kurz an. Also ich bin ja der Meinung, dass wir Gewerbe ansiedeln sollten, ja. Aber es muss eben auch Gewerbe sein, das sich dann letztendlich auf dem Kassenbuch niederschlägt. Und nicht Gewerbe sein, dass hier eigentlich gar nichts oder so gut wie gar nichts in unsere, sage ich mal, Stadtkassen zahlt, sondern dass nur der Bürger einzahlt. Das kann es ja nicht sein, sondern wir müssen ja auch dafür sorgen, dass wir Betriebe vor Ort haben, die auch sich mit Basinghausen identifizieren und Basinghausen sich auch mit diesen Betrieben identifizieren kann. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schwerpunkt, der unbedingt beachtet werden muss. Also auch was bisher an Gewerbe angesiedelt worden ist, wir haben richtig große Gebäudehüllen, die in den Gewerbegebieten stehen. Ob es hier in Bandorf ist, ob es auch in Großmunzel ist, aber es sind eben riesen Gebäudehüllen und das sind eben alles Betriebe, die haben dort Lagerhallen und Logistikbereiche eingesiedelt. Da bleibt tatsächlich in der Kasse überhaupt nichts hängen oder es kann nicht sehr viel hängen bleiben. Und das muss aufhören. Auch die neuen Hüllen, die jetzt dort entstehen in Großmunzel, nicht, wenn man dort vorbeifährt, da steht groß dran, 26.000 Quadratmeter Halle zu vermieten. 2,6 Hektar ist schon eine veritable Größe. Ich bin gespannt, wer oder was sich dort ansiedeln wird. Also der Bedarf, dass hier was angesiedelt werden muss,
Das sind eben wirklich Hauptsitze von Unternehmen mit soliden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, um eben auch wirklich hier für unsere Gewerbesteuer auch ein bisschen was zu tun und auch mal wieder für die Einnahmen zu sorgen. Ja. Schauen wir auf den Wohnraum. Da ist gerade bezahlbarer Wohnraum ein großes Thema. Es wird vielerorts von den Menschen gesucht. Welche Möglichkeiten sieht die UWG da noch in den nächsten Jahren? Auf jeden Fall müssen wir uns für Basinghausen auch, sage ich einmal, einsetzen, stark einsetzen dafür, dass wir auch sozialen Wohnungsbau bekommen. Sozialer Wohnungsbau ist eigentlich das Wichtigste für die Zukunft. Das Geld bei den Menschen wird, und das muss man auch ganz deutlich sagen, nicht mehr, sondern es wird weniger. Und wir werden in ein paar Jahren, wird es uns vor die Füße fallen, wenn wir nur teuren Wohnraum haben. Basinghausen wird unattraktiv werden. Und das große Problem, was wir auch haben, ist natürlich durch die Corona-Krise. Menschen haben ihre Arbeit verloren, Menschen verdienen weniger. Ich habe jetzt von Bekannten schon gehört, dass teilweise bei Neueinstellungen der Lohn sehr weit nach unten gefahren wird beim Neueinstieg. Und daher, wir müssen den Wohnraum schaffen. Wir müssen vielleicht auch überlegen, ob man nicht selber baut als Stadt. Ob eine Stadt nicht selber baut. Es gibt so viele Programme, die von Land und Bund sicherlich auf den Weg gebracht werden in den nächsten Jahren. Und wir müssen uns vorzeitig schon über die Region und auch über das Land, wir haben ja im Rat auch Kandidaten, die im Landtag sitzen, in der Region sitzen. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass man von vornherein schon einmal diese Idee weiterentwickelt, auch für Basinghausen selbst zu bauen. Und eben Wohnbauförderprogramme entsprechend besser bewerben, vielleicht auch noch bessere Möglichkeiten anzubieten und auch, dass das eben attraktiver von etwaigen und willigen Bauen der Bauherren, Bauherrinnen in irgendeiner Form auch angenommen wird. Und was die Attraktivität in Basinghausen betrifft, das schließt sich ja auch das Problem der Innenstadt an. Das eskaliert sich ja auch immer mehr, dass wir sagen, also verliert immer mehr an Attraktivität, keine angenehmen oder, ja, also, oder zu wenig attraktives Angebot am Einzelhandel. Da habe ich ja den Vorschlag, den würde ich auch weiter massiv verfolgen wollen, dass wir da diese Factory-Outlet-Betriebe anschreiben. Leider Gottes bin ich da bisher, ich will nicht sagen, auf Widerstand gestoßen, aber manchmal Antworten erhalten und nicht mal ablehnende Antworten. Ich weiß auch momentan gar nicht, wie das Stimmungsbild ist. Aber ein weiter so kann ich ehrlich gesagt nicht unterzeichnen. Und das möchte ich mich vehement einsetzen, dass wir da was tun. Und Kitas und Kita-Plätze. Sehr großes Problem hier in Basinghausen. Wir haben auch den Kita-Nothilfeplan, um da hinterherzukommen, um die Plätze anbieten zu können. Aber was ist da Ihrer Meinung nach noch nötig? Also für mich ist es ganz nötig, dass wir von vornherein über die Geburten in Basinghausen, die gemeldet werden beim Einwohnermeldeamt, sofort eine Statistik erstellen. Eine Statistik erstellen, wie viele Kinder sind geboren und wie viele Kinder werden uns zwangsläufig von uns Kindergartenplätze bekommen müssen. Wenn man das viel früher schon angefangen hätte, vor einigen Jahren, hätte man das Problem, was wir jetzt hatten, nie gehabt. Wir haben ja nicht die Kinder bekommen durch sehr großen Zuzug, sondern die Kinder sind geboren worden. Das heißt, sind ja nicht alle Kinder nach Basinghausen gezogen. Es sind auch einige, aber eben nicht alle. Und ich glaube einfach, wir müssen von der Geburt an von einem neuen Bürger in Basinghausen die Erfassung nehmen, statistisch, und müssen das sofort in ein Programm einspielen, das uns ganz einfach sagt, das aufploppt nach zwei Jahren, pop, da kommt jetzt ein Kind, das geht nächstes Jahr in den Kindergarten, dass wir wissen, wie viele Plätze wir brauchen, damit wir nie wieder so eine Notsituation kommen, wie wir sie jetzt haben. Vielleicht noch kurz was zur Ganztagsbetreuung, damit man Familie und Beruf besser unter einen Hut bekommen kann? Dafür brauchten wir auch natürlich Grundlagen für eine Ganztagsbetreuung. Es ist ja heute schon schwierig, ein Kind überhaupt 8 Stunden am Stück oder 9 Stunden am Stück im Kindergarten zu behalten. Allein schon auf der Corona-Verordnung ist es ja oftmals sehr schwierig. Und wir müssen natürlich den Eltern, wir müssen in die Kinder investieren, das ist unsere Zukunft. Und das fängt nun mal an mit der Geburt, das ist einfach so. Also wir müssen über eine Statistik, das ist ganz einfach, erfassen, was wir brauchen für Kinder. Dann wissen wir auch, was wir in 3 Jahren oder in 6 Jahren für eine Ganztagsbetreuung für ein Kind brauchen. Das wissen wir einfach, das sagen uns die Zahlen ganz einfach. Es ist vielleicht eine Anlaufzeit in den ersten 1-2 Jahren schwierig, aber dann spielt es sich ein und dann haben wir eine fortlaufende Statistik über Jahrzehnte, wenn man es richtig macht, wenn man es richtig pflegt. So. Und wir müssen eben auch dafür sorgen, dass wir eben einen Übergang haben von Schule in Nachmittagsbetreuung. Das heißt, wir sind auch dafür, und dafür setzen wir uns auch ein, dass die personalabhängige Jugendarbeit in Basinghausen viel mehr gefördert werden muss. Wir brauchen also viel mehr personalbezogene Jugendarbeit, Freizeitarbeit. Das heißt, die Kinder werden ja nicht immer in einem Alter sein, wo sie im Hort sind oder wo sie im Kindergarten betreut werden, sondern sie werden ja auch in ein Alter kommen, wo sie nachmittags mit 13, 14 Jahren nicht betreut sind oder vielleicht nicht unter so, sage ich mal,
gewissen Möglichkeiten stehen, dass sie sich fortbilden können mit Sport, mit Gemeinschaft. Weil die Gemeinschaft bleibt ja jetzt sowieso sehr auf der Strecke durch die Corona-Krise, die wir haben. Und ich weiß nicht, inwiefern wir das wieder hinkriegen, ein normales Leben einzuführen. Und auch das ist für die Jugend ganz wichtig. Dann schauen wir nochmal aufs Thema Umweltschutz. Solarenergie, Windkraft, was sind die Pläne der UWG da? Also ich bin ein absoluter Freund von Solarenergie. Die würde ich auch sehr gerne fördern in Basinghausen, viel mehr fördern als bisher. Ich habe vor vielen Jahren ja damals mit Herrn Hungerland hier in Basinghausen diese Anlage in Großmunzel mit ermöglicht, weil wir einen Finanzier gefunden haben, der dort eine große Solaranlage gebaut hat. Und wie gesagt, Solaranlagen ist für mich eigentlich das A und O. Das ist eigentlich das Vernünftigste, was wir machen können. Und Windkraft lehne ich persönlich ab. Windenergie lehne ich prinzipiell ab. Das ist also ganz gruselig im Grunde genommen. Ich habe das nie verstanden, warum das als der ökologische Burner irgendwo verkauft wird. Ich weiß, wie die Flügel hergestellt werden. Man testet derzeit so Stahlflügel, aber jüngste Gespräche, die ich darüber führen konnte, die sagen, also die sind eher verworfen, also das wird wohl die nächsten Jahre nichts werden. Man wird also weiter bei den bisherigen Flügeltechniken bleiben. Und wenn man die tatsächlich entsorgen muss, die muss man entsorgen. Da gibt es keine Wiederverwertung für. Das ist Sonderabfall, da ist so viel Epoxidharz drin und dergleichen. Das ist schon eins der Übel. Ich denke, die Fläche kann man sinnvoller nutzen und dafür sage ich einfach, die Platten gehören aufs Gebäude. Man hat die Fläche verteilt und man hat die ganzen Durchleitungsprobleme nicht. Also man hat die Offshore-Anlagen jetzt da irgendwo in der Nordsee im Wesentlichen stehen und weiß den Strom immer noch nicht wegzubringen. Nicht? Weil die Diskussion um die Leitung letztendlich nicht geregelt sind. Dann kommt der gesundheitliche Aspekt noch dazu, die Schattenschlacht, worüber am wenigsten gesprochen wird. Aber gut, das sind eben Dinge, die müssen alle mal angesprochen werden. Schauen wir noch einmal auf die Straßen in Basinghausen. Viele Bürger beschweren sich über den Zustand der Straßen und da möchte ich gerne auch noch mal auf den Radwegeausbau zu sprechen kommen und vielleicht, wie man die Ortsteile miteinander besser verbinden kann. Dann fange ich einfach mal an mit dem Straßenbild. Das ist auch mein Ärgernis. Ich wohne ja nun auch in der Siedlung, wo die Goethestraße entlang führt und ich sag mal, wer da mit dem Fahrrad fährt, braucht kein Pferd mehr. Der kann da so, also sag ich mal, reiten. Das ist schon eine Katastrophe, was teilweise uns an Straßen hier geboten wird, für die Steuern, die die Bürger bezahlen, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und ich denke, man macht auch einen Fehler, man macht die Löcher immer zu. Man kann auch mal so ein Loch etwas umranden, sozusagen ein bisschen von dem alten Asphalt abnehmen, einmal befestigen richtig und dann wieder schließen, dann hat man dieses Loch an Loch und hält doch nicht mehr, sondern man hat einfach tatsächlich mal einen vernünftigen Kasten eingesetzt, dass die Straße auch mal erstmal wieder zumindest ein bisschen hergestellt ist und dass dieses Geschlage und Geholpere aufhört. Das ist ja nicht nur gesundheitlich nicht sehr schön, vor allem für kleine Kinder. Man muss ja auch mal überlegen, wir haben da Schulen, wir haben Kindergärten. Also diese Straßen hier in Basinghausen sind auch schon irgendwo eine Gesundheitsgefährdung an manchen Stellen. Das muss man schon mal ganz deutlich sagen. Ja, Radwege, vielleicht du mal. Um zu sagen, was die Ortsanbindung betrifft. Also ich fahre sehr viel mit dem Fahrrad hier über, sag mal, auch durch die Ortsteile, durch die Gegend. Und ich denke, wenn man da versucht, jetzt irgendwie über dieses Feldwegenetz, was da ist, einfach mal das eine oder andere vielleicht nochmal zu optimieren, dann ist auch eine Menge getan. Es wäre jetzt unrealistisch zu sagen, wir machen jetzt an jeder Zuwegung, an jeder Hauptzuwegung in die Ortsteile, macht man Radwege hin. Das ist eine Vision, die kann man mal machen, wenn man wirklich viel Geld hat. Ja. Und das andere ist die Anbindung der Ortsteile, das habe ich da auch schon, habe ich auch damals vorgeschlagen. Wir müssen auch sehen, dass da auch die Menschen immer älter werden. Nicht? Er hat eine Mitbewerberin, nicht, um das Bürgermeisteramt ja gesagt, nee, Leute sollen mehr Fahrrad fahren. Ich habe dann da eingewandt und dachte, ja gut, erklär das mal vielleicht 80-jährigen Menschen, die nicht mehr ganz so mobil sind. Und da spreche ich mich nachher bevor dafür aus, Elektromobilität, zwei vielleicht so Elektrobusse, so Achtsitzer oder sowas, über die Stadtwerke betrieben und dass man da über die Ortsteile entweder wie so eine Art Ruftaxi in irgendeiner Art und Weise da was macht oder auch diese Mitfahrbanken. Nicht, dass man sagt, also man richtet so Bänke ein, mit so einer Art Halteschild in Anführungsstrichen, ja, und wer vorbeifährt, nimmt jemand mit. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu optimieren. Schauen wir nochmal aufs Ehrenamt und Unterstützung der Vereine und der Feuerwehr. Ja, das Ehrenamt, ich bin selber ehrenamtlich in mehreren Bereichen tätig. Zum einen leite ich mit einer Boxgruppe von der Stadt Jugendpflege in Basinghausen.
Basinghausen, die Boxing Generation. Ich habe das politische Ehrenamt für die Stadt Basinghausen im Rat und auch noch zwei andere Ehrenämter. Und ohne das Ehrenamt wäre unser Land, glaube ich, ganz schön am Ende. Das muss man schon mal gleich festhalten. Die Stadt und auch die Kommune an sich sollte glücklich sein, dass es Ehrenamt gibt und müsste das auch fördern. Das ist Gold. Also die Arbeit, die ein Mensch in seiner Freizeit für die Allgemeinheit leistet, die oftmals gar nicht gesehen wird, das ist Gold für eine Stadt. Das ist Gold für den Zusammenhalt einer Stadt. Und das bekommt immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Da nützt es auch nichts, mal einmal im Jahr oder alle zwei Jahre eine Ehrung zu machen. Und das Ehrenamt sollte vielleicht mit irgendwelchen Bonbons frei, zum Beispiel ein Ehrenamtlicher kann umsonst ins Freibad oder ein Heimbad gehen. Nur mal so als Beispiel. Es gäbe viele Möglichkeiten, die wir machen könnten. Was die Feuerwehren betrifft, ist ja auch extrem ehrenamtlich, sind natürlich auch, haben so eine gewisse Sonderfunktion, aber auch da muss einfach rein was reingehen und mit aller Unterstützung. Dass solche Dinge, also mir hat das schon ein bisschen Sorge bereitet, als ich hörte, dass man halt in Ostermunzel keinen Ortsbrandmeister mehr gefunden hat und man da die Wehren so ein bisschen zusammenfügen musste. Und da merkt man auch, wie viel ideeller Wert hinter so einem Verein steht. Dass einige gesagt haben, nee, wenn die jetzt da rüberwandern müssen, dann trete ich aus, ist ja alles passiert. Wie das bei einer Fusion ist, rein von der Physik. Es fallen zwei Massen aufeinander und dann fliegt was weg. Und dass dies wegfliegen, aber möglichst gering bleibt. Es muss einfach mit aller Unterstützung gerechnet werden. Warum haben die Ostermunzler keinen Ortsbrandmeister gefunden? Die Ursachen dafür kenne ich im Einzelnen nicht. Aber vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass die gesagt haben, irgendwie, nee, so ein Geschott gegen Windmühlen möchte ich auch nicht sein. Und das darf nicht sein. Das sind Menschen, die sich engagieren, die gehen nebenbei noch arbeiten, ja, um das mal klar und deutlich zu sagen, und sind dann noch bereit, sich irgendwie in anderen Dingen da irgendwo zu investieren und denen dann noch Knüppel zwischen die Beine zu werfen, da hört es wirklich auf. Das geht überhaupt nicht. Dann würde ich zum Abschluss noch einen kleinen Wahlaufruf machen. Oder Sie machen, besser gesagt, den Wahlaufruf gerne im eigenen Interesse. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie am 12. September der UWG Freie Wähler Basinghausen Ihre Unterstützung geben würden. Wir möchten gerne weiter mitwirken in Basinghausen. Wir hatten in unserem Wahlprogramm 2016 einige Punkte gehabt, für die wir sehr stark kritisiert wurden. Zum Beispiel Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, zum Beispiel Einführung von Ortsräten, was mittlerweile dann plötzlich nach der Kritik von anderen Fraktionen plötzlich übernommen wurde und durchgesetzt wurde, worüber wir uns auch sehr gefreut haben. Eine kleine Fraktion hat nicht unbedingt den Auftrag, viele Anträge zu stellen oder zu meinen, man ist die einzige Kraft im Rat, sondern ich denke, der Rat lebt von der Gemeinschaft und wenn man als kleine Fraktion, wie wir es bisher waren, zu vielen Dingen, wie zum Beispiel auch dem Standort der Wilhelm-Städter-Schule, den richtigen Hinweis geben kann, die richtige Stimme geben kann, dann kann man auch gute Projekte durchsetzen. Wasserwerk ist dabei noch genannt, dieses neue Aufbereitungsverfahren. Auch da haben wir mitgewirkt und es waren auch knappe Ergebnisse und ich denke, kleine Fraktionen haben durchaus ihren Anspruch im Rat und bringen ein bisschen mehr Bürgerlichkeit auch in das ins Ratsgremium mit hinein. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unsere Arbeit weiterhin unterstützen. Gehen Sie zur Wahl, wählen Sie UWG Freie Wähler. Vielen Dank.